man kann zu viele Menschen in einem Raum haben. Alle Teilnehmenden und Mentoren und Mentorinnen waren zeitweise oben in dem Raum zusammen, haben dort an den Projekten gearbeitet. Und wenn man so mit 65 bis 70 Menschen in einem Raum arbeitet, dann wird es nicht nur laut, in der Regel wird es auch stickig. Klar, einfache Lösung, wir machen einfach mal die Fenster auf. Dann ist auf der einen Seite aber Sonne, dann müssen die Fenster wieder zu und am besten auch die Jalousie runter. Auf der anderen Seite fährt der Zug gerade vorbei. Es ist also ständig irgendjemand am Hin- und Herlaufen, Fenster auf, Fenster zu, dann regnet's. Und eigentlich sind wir hier bei Jugendhakt. Wir haben es mit dem Toaster schon gesehen. Wir sind dafür, Dinge zu automatisieren. Und die nächste Gruppe, die ist auch sehr dafür, das sind nämlich Benny und Nele. Die haben sich überlegt, wir machen mal eine smarte Klimaanlage. Deswegen Applaus für Benny und Nele. Hallo, wir sind die Gruppe Smarte Klimaanlage und unser Ziel war es, so ein bisschen eine nachhaltige Klimaanlage zu bauen, die durch taktisches Lüften ein bisschen mehr spart. Ja, also was haben wir uns dabei gedacht? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Klimaanlage, die natürlich WLAN hat, weil es braucht natürlich alles WLAN. Ja, und die Klimaanlage ist solarbetrieben. Das ist dieser nachhaltige Aspekt. Und wir hatten auch die Idee, dass wir automatisch das Fenster öffnen, wenn die Temperatur draußen zum Beispiel kälter ist als drin oder die Luftqualität draußen besser ist als drin. Und zum Beispiel bei Lärm, dass wir die Fenster nicht schließen, weil hier fährt ungefähr jede 5 Minuten ein Zug vorbei und das ist dann immer sehr laut. Ja, da unsere Gruppe aber nur aus 2 Leuten besteht, haben wir uns eigentlich nur auf die Klimaanlage konzentriert. Ja. Und Klimaanlagen haben ja eigentlich immer Abwärme und die machen wir uns zu nutzen, indem wir die Abwärme in Wasser leiten und die zum Beispiel zum Händewaschen benutzen, weil wer wäscht sich denn mit kaltem Wasser die Hände? Das geht ja nicht. Wir haben jetzt einen Prototyp konzipiert, der aus 3 Teilen besteht. Dem Lüfter, der Kühlung und der Steuerung. Das ist unser erster Teil, der steht dort vorne auf dem Tisch. Dann dem Temperatursensor, ein kleines Teil. Und dem Server, wo dann alles zusammenfließt. Auf meinem Laptop gerade. Ja, kommen wir zuerst zur der Kühlung. Und da ist ein Node-MCU verbaut, der kann WLAN. Ja. Außerdem sind hier noch 4 Peltier-Elemente eingebaut. Die werden auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kalt. Kalt bedeutet so minus 10 Grad. Das heißt, der obere Aluminiumblock wird hier schon ziemlich kalt. Und dieser Lüfter hier oben dreht sich und macht dann die warme Luft, die kalte Luft raus. Und das Wasser nimmt die Abwärme auf und erwärmt sich dann. Ja. Dann den Temperatursensor, damit wir überhaupt wissen, wie warm es ist, wie viel brauchen wir jetzt, damit es schön kühl ist, haben wir ein Node-MCU, der sich mit dem Temperatursensor im BMP280 verbindet. Der Temperatursensor misst dann die Temperatur und gibt sie an den Node-MCU zurück, der den auf den Server leitet. Ja, als Server haben wir uns für Node-RED entschieden. Das ist eine sehr einfache Lösung, da man dafür nicht viel programmieren muss. Hier, da hat man so verschiedene Sachen an der Seite, die man miteinander verbinden kann. Und damit kann man auch eine schöne Web-Oberfläche erstellen, ziemlich einfach. Und hier haben wir jetzt eine Steuerung der Klimaanlage. Wir können zum Beispiel die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Gerade ist er aus. Und jetzt machen wir mal Full Power, damit wir auch schön kalte Luft bekommen. Kann man hier auch schön fühlen, die ist ziemlich kalt. Müssen wir jetzt glauben. Ja. Und hier sehen wir auch die Umgebungstemperatur. Die wird mit diesem Temperatursensor gemessen und über WLAN kommunizieren die Geräte. Und da ist die Temperaturkurve. Wenn ich jetzt meinen Finger drauf halte, sollte die Kurve nach oben steigen, weil es dann wärmer werden würde. Ja, das funktioniert schon mal. Dann haben wir auch noch einen automatischen Modus.
Dabei passt sich die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Umgebungstemperatur an. Heißt, wenn es wieder wärmer wird, dann dreht der Lüfter auch wieder voll auf. Ja. So, haben wir noch irgendwas? Ja, okay, das war's. Vielen Dank.